Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und es gibt einen neuen Event und mit einem neuen Event gibt es ein neues Video. Ihr kennt mich, ich hau das immer raus, denn ich will euch das erklären, damit es, wenn es Unklarheiten gibt, diese nicht lange gibt, sondern dass ihr immer wisst, worum es geht. Und jetzt hole ich Luft und gleich geht's los. Sammle deine Punkte. Das ist mal wieder ein mach was und du kriegst Punkte und mit den Punkten kannst du dir was kaufen Event. Also so wie meistens. Wir hatten diese Art von Event schon sehr häufig. Und zwar, wenn ihr Runen sammelt oder wenn ihr raidet und diese Schleifsteine und Juwele bekommt, bekommt ihr halt entsprechend Punkte. Also bei einer 5-Sterne-Rune 6 Punkte, bei einer 6-Sterne-Rune 8 Punkte, bei den entsprechenden Juwelen hier unten die entsprechenden Punkte. Also 4 Punkte für die Kleinen, 6 für Heldenhaft, 8 für Legendär. Mit diesen Punkten... hier kann man noch Bonuspunkte sammeln. Man kann täglich 30 Bonuspunkte sammeln, und zwar indem man das Monster eines Mentors benutzt. Also ihr müsst quasi 30 Rap-Monster benutzen. Achtung, der Durant zählt nicht mit rein, also tatsächlich 30 Rap-Monster benutzen und dann bekommt ihr 30 Bonuspunkte und ihr könnt in die Arena gehen und auch dort Bonuspunkte sammeln. Was ich noch nicht getestet habe, ob man... Also hier steht, du kannst täglich bis zu 30 Punkte sammeln. Ob man hier 30 und hier 30 oder ob man in Summe 30 bekommt, das werde ich noch testen. Macht einfach erstmal 30, dann macht einen 31. Und wenn der zählt, dann zählt's. Und wenn nicht, dann lasst das halt. Hier seht ihr dann nochmal die Summe eurer Punkte. Also ich habe jetzt hier oben schon so ein paar Runen geholt über ganz normale Dailies, über die Daily Quests. Ihr seht, die Arena habe ich noch nicht mal die 3 Dailies gemacht. Da zählt übrigens nicht der Rivale, ne, sondern nur richtige Arena-Fights. Und die Weltarena zählt auch nicht, also RTA zählt auch nicht. Hier seht ihr dann die Summe eurer Punkte. Ihr könnt pro Tag maximal 100 Punkte sammeln und könnt diese dann... ihr seht also, die gesammelten Punkte ergeben sich aus 10 Runenpunkten und 14 Bonuspunkten, die ich gesammelt habe. So, und dann könnt ihr, je nachdem wie viele Punkte ihr insgesamt gesammelt habt, 30, 50 oder 100, an dem Tag, jeweils einmal am Tag diese Sachen einsammeln. Also ihr könnt jeden Tag 50.000 Mana-Steine, 50 Energie und 50... Kristalle bekommen. Also macht jeden Tag die 100 Punkte voll, damit ihr eure 50 Kristalle bekommt. Ne? Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und dann, je nachdem wie viele Punkte ihr insgesamt sammelt, ne, also 100, 200, 300, 500 und 700, bekommt ihr nochmal Belohnungen. Und was ist hier? Yes! Endlich mal wieder ein Devilmon. Endlich mal wieder ein Devilmon dabei. Für 700 Punkte insgesamt. Das heißt also, theoretisch könnt ihr an Tag 7 euer Devilmon einsammeln. Und dann gibt es nochmal ein Bonus-Event, in dem, wenn ihr 500 Kristalle während des gesamten Events ausgebt, dann bekommt ihr eine Wasser-, Feuer- und Windschriftrolle. Ne? Also ihr gebt 500 Kristalle aus und dann bekommt ihr jeweils eine Schriftrolle. Was halt eigentlich ganz cool ist, weil sich es halt selber amortisiert, wenn ihr also quasi 10 Tage lang die 100 Punkte sammelt, bekommt ihr ja die 500 Kristalle, die gebt ihr einfach wieder aus, kriegt ihr hier eure 3 Schriftrollen. Also das ist eigentlich, also das muss ich sagen, auch wenn es wirklich nicht besonders kompliziert ist und nicht besonders viel Denkarbeit verlangt, um das zu erfüllen, finde ich das eines der besten Events seit langem, was die Belohnungen angeht. Weil ihr bekommt quasi, also diese 500 Kristalle ausgeben, ist ja wohl mal kein Problem. Entweder ihr spart noch eine Weile und holt euch für 750 Kristalle so ein Pack. Oder für 300 Kristalle kann man sich zum Beispiel 3 Tage XP-Verdoppelung holen. Oder ihr ladet halt ganz oft Energie auf und macht was. Oder ihr ladet ganz oft Arena auf. Wings und macht was. Aber ich würde an eurer Stelle Energie aufladen und Runen sammeln, also Necro oder Dragons oder Giants Farm oder halt Raiden, um halt dann wieder die Punkte zu sammeln. Also das dreht sich da wieder im Kreis, was eine gute Sache ist. Alleine das Devilmon ist es schon wert, die Kristalle sind es wert, selbst ohne die Kristalle wäre das Event schon geil wegen des Devilmons. Mit den Kristallen ist es nochmal richtig viel geiler und dadurch, dass man die Kristalle, die man hier braucht, sogar bekommt im Event, sind das quasi nochmal in Anführungsstrichen geschenkte 3 Rollen.
Also über das Event kann sich niemand beschweren. Gut, im Prinzip war es das schon. Also eigentlich relativ unkompliziert. Ihr könnt hier rechts immer klicken, um zu sehen, wo ihr seid. Die anderen Events sind, also das mit dem, mit den Gilden. Das Gilden-Event läuft noch. Das Bingo-Event ist zu Ende. Ich versuche heute oder morgen noch ein Summoning zu machen. 50 MS oder 40 oder 50 MS will ich aufmachen. Also wir können noch mal ein schönes Summoning machen diese Woche. Und ansonsten will ich diese Woche auch mal ein RTA-Video machen, weil ich meine Platzierungsmatches für die Saison Nummer 4 noch nicht fertig habe. Da habe ich erst eins gemacht. Das heißt, wir können einfach mal zusammen die Platzierungsmatches machen. An der Stelle würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.